Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge von Let's Play Pokémon Platin in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Jo, wir sind durch. Wir sind durch seit ein paar Folgen. Und auch durch mit Weihnachten und noch nicht durch mit diesem Jahr. Und deswegen wollen wir in diesem Jahr nochmal Arceus erwecken, den Gott der Pokémon. Genau, ich muss gucken, dass ich nicht allzu laut durchdrehe oder weiß ich was, weil meine Eltern sind zu Hause und es ist abends. Deswegen Licht, ja, versteht sich. Azurflöte. Bruh, wo soll ich sie sonst einsetzen? Hier? Okay, hier. Vorne. Vielleicht. Oder brauche ich dazu vielleicht auch erstmal den nationalen Pokédex, was ziemlich scheiße wäre. Fuck, okay, gut. Hat sich erledigt. Würde ich. Hallo Lavados! Mensch, wusste ich gar nicht, dass man dich hier auch trifft. Ist aber schade, dass du schon so schwach bist. Holy shit. Was ist das denn? Und noch Gardos. Ja, also. Das ist doch mal ganz geil, dass hier nichts geklappt hat. Dann gucke ich mal, ob hier mir der Prof irgendwas geben will. Oder ob ich wirklich erst alle. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann doch nicht alles brauchen hier. Was sagst du? Glückwunsch! Das war unglaublich. Ja, danke. Das ist schon länger her. Junge, fick dich doch einfach. Weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr auf das Scheißspiel. Was soll ich denn machen? Keine Ahnung. Leute, das ist nicht der Ernst von denen, dass ich meinen Pokédex vollständig haben muss. Das Problem, also so vollständig vom Sehen her, das Problem, wo soll ich die ganzen Scheißviecher alle treffen? Wenn das hier ein fucking Randomizer ist. Also Machomai brauchen wir irgendwo nochmal. Wir brauchen scheiß Papinella, den wir auch nicht so begegnen. Drift Selby, Traun Magiel, ein Lucario, ein Remoraid, Turbots Selfie, ja, Turbots, das ist einfacher. Evoli haben wir auch noch nicht gesehen. Altaria. Tangela. Was auch immer dazwischen sein soll. Ein Illivoltek. Ein Quiekel. Ja. Und das Pokémon vor Giratina. What the fuck? Leute, woher soll ich die scheiß Dinger finden? Wisst ihr was? Wir gehen nach Süden. Wir gehen jetzt nach Süden, ich habe hier keinen Bock. Hier haben wir noch nichts gefangen. Und vielleicht, aber vielleicht finden wir hier was, was irgendwie in gewisser Art und Weise uns weiterhelfen könnte. Ey, Doppelkampf. Ich habe oder Einzelkampf. Ich habe gehört, die sind schwach. Wow, so schwach sind die doch gar nicht. Nein, ich bin noch... Ach, egal. Gut. Was anderes wäre einfacher gewesen. Voll ist geil, ich will einmal was aufnehmen. Schreibe mich 3000 Leute an. Vorher, ich werde nie gefragt. Ich werde nie gefragt, ob ich auch nur irgendwas machen soll. Und jetzt 3000 Mal angeschrieben oder so. Ja, hallo, kleiner, pimpliger Junge. Wie geht's dir, Fatty Boy? Nein, okay, er ist ziemlich dünn. Aber egal, ich nenne ihn jetzt Fatty Boy, weil er einfach so da ist. Mann, ist doch mir egal. Die sind alle eh One-Hit-Down. Also verzieh dich, Bengel, ey. Ich habe hier keinen Bock auf den ganzen Scheiß. Was soll das? Wenn mir jetzt nicht Wasser in Evoli begegnet, weiß ich auch nicht mehr. Oder irgendjemand von denen irgend so ein Scheißviech hat. Komm, ich habe doch hier 5000 Pokémon. So, Nebulak ist nicht eins, das was wir suchen. Ich muss mir eine Liste machen. Wir müssen den ganzen Scheiß finden, ey. Entei. Alter, sowas habt ihr alle? Aber einen ganzen anderen Kack habt ihr nicht. Mogelbaum. Nee. Habe ich schon. Mann. Griffel. Habe ich auch schon. Er ist sogar selber gefangen. Hier, stirb einfach. Schwimmerin Bettina. Hallo, Bettina.
Bettina, bitte zieh dir etwas an. Oder was, Bettina oder wer auch immer. Ist mir auch egal. Ist mir jetzt eigentlich egal. Ich will hier nur, dass irgendwie sich mein Pokédex langsam ein paar Pokémon anderen zieht. Und zwar kein Eneko. Stirb einfach, Eneko. Tschüssi. Tschüssikowski. Das war's. Level 60 Giratina. Willkommen. Und erstmal Seemobs. So knapp dran. Das hätte fast Quieke sein können, ne? Hier, Flottball. Ich hab mich schon so schön mit Band of Arceus vorbereitet. Und jetzt haben wir Seemobs gefangen. Hey, super. Fetti hier. Passt zur Situation, mein kleiner, fetter Freund. So, danke. Fetti wird ein Roaster übertragen. Ja, guten Pixie hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also ich bin mit Seemobs schon eindeutig zufrieden. Wenn es ein Vilraiser ist, ist Bombe. Und eine Wassertafel ist auch noch geil. Das ist aber nicht unser eigentliches Ziel. Unser eigentliches Ziel ist hier weiter nach Hastig gesehen zu kommen. Genau, und gegen ihn zu kämpfen. Das war unser Hauptziel. Ich muss gleich nochmal hier aufschreiben, was wir alles brauchen. Panferno haben wir auch schon. Schade. Ich brauche hier eine Liste, ey. Und Level 60 für Reborn Soul. Ein Attack verwendet. Vergessen wir es denn. Drachenstoß. Ah, hat aber nur... Nee. Macht zu wenig Schaden dafür, dass es gut sein könnte. Celebi, kacke. Mann, alles so, was in gewisser Art und Weise weiterhelfen könnte. Egal, Conreano zerstört jetzt mal kurz Celebi. Boma Dame, ja gut. Das kann hier Conreano Man alles erledigen. Er ist nämlich One-Punch-Man, wenn es um Pflanzen-Pokémon geht. Erstmal weiter in die Richtung. Schade, ich hätte euch heute gerne Arceus gezeigt. Arceus richtig gezeigt. So, ihr kennt Arceus natürlich, aber also ich meine, dass es gefangen hätte oder es gebettelt hätte, aber. Aber so wird das nichts. Du hast ein Corazon. Ach, Mann, geh weg. Geh weg, Corazon-Typi. Vielleicht gibt es sie auch gar nicht hier in der Edition. Das kann natürlich richtig bitter sein. So, Jungblut ist jetzt auch nicht auf unserer Liste. Vielleicht für nationalen Pokédex, aber nicht für den hier. So, was hast du hier, schöne Schwimmerlady? Warum macht ihr keinen Doppelkampf? Wäre viel einfacher. Aha! Jetzt ist hier bei jedem Pokémon wahrscheinlich irgendwie so Zittern angesagt, wer es sein könnte. Auf die Plätze fertig. Ich sag dir was, wenn du ein Pokémon hast, was mir noch fehlt in meiner Liste, dann kriegst du sogar eins geschenkt hier. Aber anders auch nicht. Bruh. What the fuck? Was war das? Gerade erstmal so Herz stehen geblieben. Was ist gerade passiert? So, gut. Ich dachte schon, einmal geschlossen, hätte ich gleich mit der Aufnahme aufgehört, denn wär mir zu blöd gewesen. Ich glaube, dann hätte ich erstmal alles zusammengesucht oder sowas. Aber so, dass es jetzt onscreen ist, werde ich das noch weitermachen. Ich werde jetzt hier alle suchen, die uns noch fehlen. Das sind nämlich nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 verdammte Pokémon und 2 Fragezeichen. Ja, also 14, die ich weiß und 2, die ich nicht weiß. Lugia. Die ist nicht weiß. Genau, die weiß ich nicht. Aber Lugia kennt die vielleicht. Nee, Lugia kennt die auch nicht, denn Lugia ist leider gestorben. Tja, zu blöd, dass das Ding hageln könnte. Proteine. Kann ich Proteine gegen einen Pokédex-Eintrag eines unbekannten Pokémons austauschen? Nö, schade. Wer ist es? Mensch. Ein Blutzug. Oh mein Gott, echt jetzt? Okay. Schade, dass Blutzug kein Tagela war. Draschel. Wow. Die sind echt schwach. Schelkereien. Mann! Schon, das Ding kenne ich doch auch hier. Matschbombe. Sehr effektiv stirbt. So, Porte mal wieder ein bisschen trainiert. Ich habe gehört, das ist eine neue Route. Hoffe ich. So, wo ist hier Gegengiftzeug? Gedöns. Komm her. Danke. Und eine Sache wäre es auch ganz cool, eine Karte zu. Nämlich. Gucke ich mir nämlich an, ob das, um zu sehen, ob das eine neue Route ist. 19. Wir haben sogar 20 übersprungen. Egal, 221. Auf jeden Fall eine neue Route. Und es ist! Geil, auf jeden Fall geil. Ich habe gehört, du bleibst drin. Shit!
Alter, du stirbst bei jedem Angriff, den ich mache. Mann! Okay, jetzt bringt ein Flottball wirklich nicht mehr viel. Jetzt vielleicht ein. Nee, Timerball scheiße. Hyperball! Digga. Das Problem ist, ich kann es einfach nicht besiegen. Und so krass ist die Fangrate jetzt auch nicht. Der Kampf hat lange gedauert, habe ich gehört. Nein! Man fickt dich doch einfach. Kann doch nicht sein. Ja! die Bälle sind doch immer wieder toll. Ja, ich möchte Komma einen Spitznamen geben. Komma hier, Komma da. 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 Dabei, wie Hawaii. So. Wir kommen so halb im Team und da ist der ein Hyper, bei dem wir verbraucht haben. Hier ist ja gar nichts. Hier ist ein Haus. Bitte lass es hier Pokémon geben, die wir noch nicht gesehen haben. Oh, Alter, kann es sein, dass auf jeder Route, wo wir langgegangen sind, so Pi-Pixie oder keine Ahnung was gekommen ist? Sodass man sich so richtig hätte aufregen können, theoretisch, wenn man die gehabt hätte. Nein, ich bringe dir kein Pokémon mit Level 54, weil ich die gerade fucking gelevelt habe. Also geh weg. Ist hier ein Item? Nö. Mann, das haben wir auch schon gesehen. Ja, Kangama, auch dein Baby haben wir schon gesehen. Tut mir leid. Cognodon haben wir auch schon gesehen. Der Honigbaum geht uns am Arsch vorbei. Vielleicht hat er hier was. Ich spiele jetzt so lange, bis wir eins von diesen Kack-Dingern irgendwie bekommen sollten oder so. Keine Ahnung. Kleinstein. Nicht auf der Liste. Digga, du hast nur ein Pokémon, das Kleinstein. Dafür braucht man auch den vollen Dex. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Gar keine Lust. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust, hier weiter zu kämpfen. Oh, das ist doch echt nicht wahr in so einer Randomizer Nuzlocke, dass man denn diesen ganzen Zusatzscheiß nicht machen kann. Okay, ich fahre jetzt rüber, um den Cresselia zu holen. Das ist das Einzige, was wir machen können heute in dieser Folge. Cresselia. Mehr kommt hier nicht zusammen. Mensch, ein Sonnenkern. Weißt du was? Ich bin jetzt so wütend, ich töte dich. Ansonsten wärst du noch glimpflich davon gekommen. Ich weiß, du kannst dafür nichts, aber Pech für dich. Hier ist doch locker ein Item, irgendwie. Ach, egal. Mensch, ein Pi. Immer macht sich das nur im Englischen in die Hosen. ja, der Witz war ein bisschen scheiße. Ich weiß, aber momentan ist ja alles scheiße, was gerade läuft. Komm hier, Ultrigaria. Ultrigaria! Fällt mir dann wieder ein, so die Pokémon-Stimme. Und Conrado, Level 59. Wunderbar geschafft, Slimer. Können wir weiterkämpfen? Ist mir egal, fliegen. Töte es einfach. Ja gut, nah dran. Wenn du vergiftet gewesen wärst, dann wäre Problem gewesen, aber jetzt nicht. Ja, okay, wir haben, glaube ich, alle Pokémon auf dieser Route gesehen. Den konnte Sandsturm auch ziemlich geil. Ah, schade. Immer noch aus der vierten Gen, aber haben wir schon. Ja. Danke, Cognodon. Du bist auch aus der vierten Gen. Gut, dass du uns darauf hinweist. Gut, das war's hier. Nein. Hallo, da, danke, B. Fliegen. Mensch. Auf nach Fleetburg, habe ich gehört. Und irgendwie dann nochmal ein paar legendäre schnappen, irgendwie. Irgendwo, irgendwann. Dürfen wir sogar noch fangen da drin, glaube ich. Turbots haben wir nicht gesehen. Turbots und Cresselia. Achso, Cresselia war das eine Fragezeichen. Also haben wir jetzt sogar nur 15. Ey! Mensch, das macht's ja um Längen besser. Nee, gar nicht. Ah, hier Seemann, komm her. Gut. Er bringt mich auch nirgendwo hin, weil anscheinend ist Cresselia dann doch nicht so wichtig. Dann nehmen wir uns jetzt erstmal die Seen vor. Boah. Echt hier, ey. Fucking Professor. Ist doch vollkommen egal, ob da noch ein paar Lücken sind. Das sind zwei oder so. Ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Region nochmal abzuklappern, was hier noch für ein Sch*** sein könnte.
So, Wahrheitsufer. Hier gibt's keine Pokémon. Unglaublich, See der Wahrheit. Hallo. Tuska! Stirb. Wahrheitsgrotte! Und da ist unglaublich. Kjaun! Und das ist weg. Mensch. Das war Westbrett. Jop, genau. Gut, dass du nochmal hier bist. Gibst du mir jetzt den Dex? Nein, schade. Okay, tschüss. Tschüss! Geh weg! Hallo, geh weg, ist mir doch egal. Also ich habe das Zubehör nicht, ist mir egal. Warum soll ich das Kartenzubehör irgendwie gebrauchen, benutzen sollte? Nein. Weiterfliegen. So, hier. Wer ist hier? Haben wir den schon gefangen? Nee. Ach, Regigigas ist ja noch. Ach, nee, aber die Regis kommen. Das kommt doch erst später alles. Ich bin ja noch nicht würdig genug, diesen ganzen Scheiß und in den Arealen überhaupt irgendwas zu machen. Muss ja für alles würdig sein, ne? Digga, ich bin würdig genug, ich habe den Champ geschlagen. Also was, laut Spielregeln bin ich hier der neue Champ. Hey, ein Etoron. Weißt du was, dein Bruder ist tot, ja. Gemordet von Ermordet. Er hat gemordet und wurde ermordet. Ja, das ist richtig. Aber es konnte Kraxler. Das ist das Traurige. See der Stärke. Ja, hier haben wir auch irgendwas gefangen. Frag mich nicht was. Weil, er wüsste es, glaube ich, noch so. Ey, Mensch. Ist ja egal. Wenn wir es besiegen, ist tot. Ein Uxi. Unglaublich. Oder ein Zelfe, weil es nur an sich selbst denkt. Ah, 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 ah. Gut. Leute. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. LOL! Ja! Hallo, Uxi. Uxi, keine Ahnung. What the fuck? Wenn das mal so schnell in meine scheiß Spielition gehen würde. Mal im Ernst? Ich sitze 100 Jahre an diesem scheiß Spiel, um dann irgendwie mal Turbozelfe Westbrett. Die gehen ja noch. Aber so Terrakium und weiß ich was, die haben ja noch eine beschissenere Fangroute. Fangrate. Ach, egal. Holy shit! Wann passiert das mal? Einmal in 100 Jahren oder so? Holy fuck, man! So, hier. Und nächstes Opfer. Ja, ja, Turbozelfe habe ich gehört. Der fehlt uns in der Liste. Ah, hier, wir können hier hoch. Unglaublich, vielleicht gibt es da ja neue Pokémon. Nope. Aber hey, dich gibt es doch auch normal hier, bin ich der Meinung. Brüller. Das ist ja der Brüller. Was gibt's hier noch so? Ein Pixie. Alter, kann es sein, dass es auf jeder fucking Route ein Pixie gibt? Oder ein Pi oder ein Pipi oder irgendwas, was damit zu tun hat? Krammucks. Kramshefe haben wir leider schon gesehen. Ansonsten hätte ich mir Krambus gefangen. Auch wenn ich nicht hätte tun dürfen, aber ich muss den Pokédex voll. Digga. Okay, Stress nicht weiter. Ich bin weg. Hallo, Giratina. Ja, wir wissen, dass es dich auch hier gibt. Aber dein Bruder ist stärker. Mein Herz, wenn irgendwas passiert. Ich dachte jetzt Abgangsbund. Das wäre kacke gewesen. Da hätte ich darauf vorbereitet sein müssen. Das. Ja, da ist doch bestimmt noch irgendein verstecktes Item. Oder war ich hier schon mal? Nö, da war ich schon. Schade. Gut, dann nehmen wir jetzt unser Fahrrad wieder. Nein, ich habe falsch gepokert. Ich dachte schon, ich muss hier durch das ganze Resort, wenn ich irgendwie... Ach, fick. Egal, dann muss ich hier nicht durch das ganze Resort, sondern bin ich jetzt da. Hey, hier Eingang, dann muss ich nicht durch die anderen Sachen. Ihr wisst, was ich meine. Wir dürfen uns hier generell noch ein Pokémon fangen, fällt mir ein. Und zwar ein Tentara. Duplikantenklause, ich will dich nicht haben. Geh weg, danke. Hättest du nicht einfach ein Panikon oder Schaloko sein können? Ach, egal. Hier. Viel Spaß im Team. Hallo, Härtner. Ist echt schön, dich zu haben.
Ich weiß, es tut gut, ne? Bruh. Holy shit. Was ist das denn? Tetacha und Safcon. Ah, wenigstens entwickelt sich das Safcon. Ach, kacke. Kühnersgrotte. Ah, ja. Das hat falsch geklungen, aber guckt euch mal den Boden an. Das ist echt lustig. So, fangen wir dich gleich, ja. Schade. Bist du ein fucking Abra? Junge! Immerhin haben wir es gesehen. What the fuck? What the fuck? Was ist gerade passiert? Ich hab's nicht. Es hat sich einfach wegteleportiert. Es hat einfach keinen Bock mehr auf mich. Holy shit. Damit rechnet man auch nicht alle Tage. Gut. Das waren Turbots, ne? Hab ich gehört. Hier unten, ne? Irgendwo hier. Wie finden wir ein Lucario? Wir haben noch einen. Ah, scheiße, okay. Yamka, du bist im Team. Wir müssen dich weiterentwickeln, habe ich gehört. Hallo, Turbots. Scheiße. Gut, Turbots ist drin, ne? Evoli dürfen wir auch durch Züchtung theoretisch hinkriegen. Würde ich gern mal versuchen. Wir haben Blitzer und Flamara. Wenn es gut geht, dann geht alles gut, ne? Warblu, keine Ahnung. No chance in hell. Hab ich gehört. Was hier ist Taurus? Dann werden Taurus rankommen, ist gar nichts. Elekid, müsste ich mal gucken, wo man es kriegt nochmal. Und irgendwie Electek oder so. Oder so in etwa. Quiggle, whatsoever und keine Ahnung. Bruh. Leute, die wollen mich hier umbringen in dem Spiel, ich weiß es auch nicht. Ich gucke mir jetzt erstmal an, was hier unten noch so an der Route ist. Beziehungsweise ob es hier auch noch irgendwas anderes als Tentara gibt. Nämlich das hier. Bidifas. Mensch, du fehlst leider nicht mehr in der Liste. Wäre auch zu schade gewesen, wenn wir im ganzen Spielverlauf nichts von Bidifas hätten mitbekommen hätten. Huh, ein Kaputops wäre ziemlich geil gewesen. Wir haben ein Safcon bekommen. Und der Turbots, was geflüchtet ist. Schade, ey, Kaputops ist geil. Ist eins der geilsten Fossil-Pokémon, weil es einfach so... Generell fast alle Fossil-Pokémon sind geil. Ja! Oh mein Gott, Digga, ich weiß, ich darf dich nicht fangen, aber ich muss dich fangen, ich muss dich weiterentwickeln. Komm in mein Team, Digga, ein Level und du bist weiterentwickelt. Ja, Hope. Ho. Kinder, lernt dieses Wort nicht, merkt es euch nicht. Es will sich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr weiterentwickeln. Wie geile Pokémon es hier gibt und wir kriegen... Echt? Wir haben ein Härtner-Pokémon bekommen. Es gibt ja alles. Die ganze Welt. Ach. Mensch, das kann doch nicht sein. Egal. Gut, mein Fahrrad will ich jetzt auch nicht nehmen. Wir fliegen weiter und vervollständigen unser Pokédex, indem wir mal kurz austauschen. Conrado kommt mal kurz raus. Einfach nur so, weil es so passt, sage ich mal, vom Typen her. Wen brauchen wir denn noch, der sich so wunderbar weiterentwickeln könnte? Gar keiner. Irgendwas hier drüben. Yamka, Moment. Ach, du bist in der Pension, deswegen. Gut. Dann haben wir Yamka als nächstes drin, aber jetzt entwickeln wir es mal weiter, weil ich weiß, dass wir noch hier Sonderbonbons haben. Ein oder zwei oder drei. Vielleicht. Hoffe ich. Sollte möglich sein. Ja, vier. Cool. Cool. Und wir erweitern unseren Pokédex um einen weiteren Pokédex-Eintrag. Somit fehlen jetzt nur noch 13. Bad 13. Meine Freunde. Wo ist Staraptor hier? Geil, geil. Rückkehr, ja. Meine lieben Freunde, es ist die Rückkehr des behindertsten Spiels der ganzen Zeit. Downrein gescheiße. Danke. Downrein geht sogar. Aber Pokédex! Er zeigt uns an 197. Noch 13 zu 210. Pau, okay. Geduld ist angesagt. Mensch, die 50 Folgen schaffen wir auf jeden Fall durch, ne? Egal. Hauste.